Ein kleiner Wollhandel in Heilbronn. Das Geschäft hat zu kämpfen, weil immer weniger Kunden kommen. Wir wissen es auch nicht ganz genau, an was es manchmal liegt. Liegt es jetzt einfach daran, weil wir ja auch schon so lange im Geschäft sind, dass die Leute einfach älter geworden sind. Das heißt, wir müssen unterwegs sein, um jüngere Kundschaft ranzubringen. Demnächst soll ihre Wolle auch online erhältlich sein. Die Zukunft des Handels liegt im Netz. Gut 2/3 aller Deutschen shoppen online. Ob bequem vom Sofa aus oder unterwegs per Handy. Auf Platz 1 Amazon. Meistens gehe ich dann schon über Amazon. Also es ging immer relativ einfach, super schnell. Man muss nicht noch irgendwie sich großartig bewegen, irgendwo hingehen. Anklicken, den Warenkorb akzeptieren und man bekommt eine E-Mail, ja, es ist bestellt worden, so zugeschickt. Wie es den vielen kleinen Händlern hinter Amazon geht, davon ahnen die meisten nichts. Amazon ist sehr, sehr kundenorientiert, händlerorientiert ist Amazon überhaupt nicht. Es ist in der Tat eine Zeitbombe, da kann man wirklich sagen, die Großen werden immer größer, die Kleinen, die werden nicht kleiner, die werden verschwinden. Das weltgrößte Internetwarenhaus. Wer als Händler hier anbietet, kann viel gewinnen, aber auch alles verlieren. Dieser Film blickt hinein in das System Amazon und zeigt, wie sich Händler bedroht fühlen, sich aber auch zu wehren beginnen. In Stuttgart treffen wir eine junge Familie. Mutter Antje und die Kinder Julius und Alma shoppen bevorzugt online. Lieber bequem auf der Couch, statt zu Fuß durch die City? Man muss immer ins Auto sitzen und man muss sich immer an die Öffnungszeiten halten. Und wenn man berufstätig ist, dann hat man eben oft erst abends um 9:30 Zeit, sich vielleicht mal eine Stunde um solche Dinge zu kümmern. Und dann ist der Internet schon, ist das Internet schon die Wahl, ne, die erste Wahl. Julius braucht einen Mikrofonhalter. Mutter Antje sucht erst gar nicht nach einem Musiker-Online-Shop, sondern klickt gleich bei Amazon. Das ist der. Große bekannte Leute benutzen den auch, okay. Naja, preislich bezahlbar und ab damit in den Einkaufswagen. Zur Kasse gehen. Gut, Julius, ist bestellt. Unbemerkt hat Mutter Antje über Amazon letztlich Ware eines Händlers geordert, der dort anbietet. Vater Rolf vermutet hinter diesem Prinzip eine klare Absicht. Ich glaube persönlich, dass die meisten Leute das nicht sehen, dass da andere Händler dahinter stehen, sondern dass Amazon die große Klammer bietet. Aber es ist nicht so transparent und ich glaube, Amazon macht es natürlich absichtlich. Und ich denke mir, da steckt wahrscheinlich auch das Geschäftsmodell dahinter, dass sie das gar nicht wollen, dass man auf die Idee kommt, direkt vielleicht bei dem zu bestellen oder andere Wege einzugehen, sondern immer über Amazon geht. Um wie viel Uhr? Uns interessiert Amazons Sicht. Will Amazon tatsächlich verhindern, dass direkt beim Anbieter gekauft wird? Wir bitten um einen Interviewtermin. Amazon lehnt es aber grundsätzlich ab, vor der Kamera über seinen Marktplatz zu sprechen. Kurz vor Ausstrahlung dieses Films äußert sich Amazon schriftlich zu unseren Fragen. Wie kann ein Kunde erkennen, dass er bei einem Händler und nicht bei Amazon direkt bestellt? Dazu heißt es, jedes Angebot auf den Amazon-Produktseiten, sei es von Verkäufern oder Amazon selbst, ist mit dem Zusatz "Verkauf durch" gekennzeichnet. Damit können Kunden erkennen, wer der Verkäufer ist. Anders als beispielsweise eBay bietet Amazon nicht nur ein Portal, auf dem ausschließlich andere verkaufen. Amazon betreibt den weltgrößten Online-Marktplatz und ist zugleich selbst Händler. Und deswegen Konkurrent für alle, die dort ihre Produkte einstellen. Das können Verkäufer tun, indem sie ihre Artikel entweder nur über den Marketplace anbieten oder sie sogar in Amazons riesigen Logistikzentren einlagern. Dieser Service nennt sich FBA. Gegen zusätzliche Gebühren werden ihre Waren, neben Amazons eigenem Sortiment, aufbewahrt, bei Bestellung verpackt und ausgeliefert. Laut öffentlich zugänglichen Quellen verkaufen allein auf Amazons deutscher Plattform rund 64.000 Händler. Hierfür kassiert Amazon durchschnittlich 15% Provision. Fast die Hälfte der rund 13 Milliarden Euro Umsatz hierzulande erwirtschaften so die Marktplatzhändler. Deren Kaufabwicklung erfolgt immer über Amazon. Auf diese Weise erhält der Konzern gratis wertvolle Daten zum Konsumverhalten von etwa 44 Millionen deutschen Kunden. Im bayerischen Günzburg treffen wir einen Weinhändler. Es ist Feiertag.
Robert Hopper-Dietzel und sein Sohn arbeiten trotzdem. Der Warenbestand des Ladenlokals müsse permanent gepflegt werden, erzählt uns der Vater. Sobald neue Sorten einträfen, würden die Online-Angebote aktualisiert. An Wochenenden verpacken sie eilige Internetbestellungen, erfahren wir. Der Reiz ist eigentlich hier, dass man genau die Symbiose hat zwischen stationären Handel und Onlinehandel, weil ich könnte hier in der Stadt in Günzburg kein solches Sortiment auch anbieten, wenn ich keinen Onlinehandel hätte. Also wenn ich keinen Onlinehandel hätte, hätte ich wahrscheinlich 50, 60 Weine. Und so kann ich meinen Kunden in der Winothek ungefähr 350 Weine präsentieren. Man kann ihnen sagen, also wenn sie noch mehr brauchen, dann können sie es online bestellen. Der notwendige Onlinehandel verursache zeitraubende Mehrarbeit, verschaffe dafür eine große Reichweite, erzählt Hopper-Dietzel. Neben dem eigenen Online-Shop bietet Hopper-Dietzel einen Teil seines Sortiments auch auf Amazons Marketplace an. Ein lohnender Aufwand oder bloß notwendiges Übel? Welchen Anteil macht Amazon bei Ihnen im Geschäft? Ungefähr 15% meines Online-Umsatzes. Was macht denn eigentlich mehr Arbeit? Der stationäre Handel hier in Günzburg am Marktplatz oder der virtuelle Marktplatz? Definitiv der Online-Handel. Der macht den Händlern wesentlich mehr Arbeit. Beginnt beim Einstellen der Produkte in den Online-Shop. Sie brauchen saubere Bilder, saubere Beschreibung der Produkte. Bevor sie eine Flasche verkaufen, müssen sie ganz viel texten, ganz viel schreiben. Bis hin eben hier, was Sie jetzt hier sehen, Verpacken der Weine und Versenden der Weine ist erheblich mehr Aufwand als im stationären Handel. Weil wenn Sie die Kiste Wein bei mir kaufen, dann gebe ich Ihnen die Kiste, ich kassiere das Geld ab und fertig ist es. Seinen Arbeitsaufwand sieht Hopper-Dietzel von Amazon nicht wertgeschätzt. Im Gegenteil. Der Weinhändler berichtet von Stolpersteinen, wie er es nennt. Ich würde mal sagen, Amazon ist sehr, sehr kundenorientiert. Händlerorientiert ist Amazon überhaupt nicht. Also da gab es schon etliche Stolpersteine in dem gemeinsamen Weg mit Amazon. Das sieht der Kunde alles nicht. Was Robert Hopper-Dietzel damit meint, Amazon sei nicht händlerorientiert, wird er uns später genauer erklären. Es geht nach Coesfeld in Westfalen. Eine Spurensuche. Wir treffen Dietmar Hölscher vor den Resten seines Unternehmens. Mit seiner MCC Shop GmbH habe er übers Internet jahrelang Kochgeschirr und Zutaten für die sogenannte Molekularküche gehandelt. Sein kleiner Betrieb sei gut gelaufen und auf Amazons Marketplace stetig gewachsen. Über 1 Million haben wir umgesetzt. Also es war schon ganz gute Zeiten dabei. Wie lange lief es denn gut? Also es lief eigentlich 5 Jahre richtig gut. Und dann kamen so die ersten Probleme durch Amazon und dann ging es eigentlich steil bergab. Einige Überbleibsel aus der Konkursmasse hat Hölscher gerettet. Schmerzliche Erinnerungen an eine für ihn erfolgreiche Zeit. Ja, das sind so die Reste, die noch da sind. Okay. Wir waren die Ersten, die außerhalb von Spanien, da kam so dieser Trend her der Molekularküche, die diese Produkte verkauft haben. Und wir haben das eigentlich auch eher europaweit verkauft. Also Deutschland war eigentlich der kleinere Markt. Vielmehr ging nach Italien, nach Spanien, Frankreich, Australien war ein ganz großer Markt. Und daher war halt der Internethandel das Ideale dafür. Okay. 80% seiner Umsätze habe Hölscher über den Marktplatz von Amazon erzielt, erzählt er uns. Doch sein Online-Shop wurde ohne Vorankündigung über Nacht gesperrt. Irgendwann war morgens in der Warenwirtschaft kein Auftrag mehr vorhanden. Und dann kam also die Frage, wieso kein Umsatz passiert, ist der Online-Shop kaputt, was ist passiert? Und nach ein paar Minuten kam dann so die Recherche von dem ersten Mitarbeiter, hier, Amazon-Konto ist gesperrt. Und dann die große Frage, wie, Amazon-Konto ist gesperrt? Hölscher erzählt uns, Amazon hätte damals eine Überprüfung gestartet, um rauszufinden, ob er rechtmäßig verkaufe. Ohne Begründung seien seine Gewinne eingefroren worden und sein Shop stillgelegt, obwohl er die verlangten Nachweise erbracht habe. Inklusive seiner Lieferantenrechnungen. Wir waren dann der Meinung, dass eine eidesstattliche Versicherung unseres Lieferanten ausreicht. Die haben wir auch geliefert und Amazon fordert dann aber nochmal die Rechnungskopie wieder an. Hölscher erhebt einen schwerwiegenden Vorwurf. Die wollten einfach unsere Einkaufskonditionen sehen. Das ist eigentlich das, was man niemals preisgeben würde. Und was machst du dann? Du bist machtlos. Hölscher berichtet uns, sein Online-Shop sei durch die Sperrung für Amazon-Kunden quasi unsichtbar geworden. Der Umsatz sei eingebrochen. Von der Abwärtsspirale erzählte er auf seinem Online-Blog, nennt Amazons Verhalten skrupellos.
Für ihn ist es unternehmerisch eine E-Commerce-Katastrophe. Der Händler ist eigentlich ein Köder auf der einen Seite. Das heißt also, er hat mit seinem Sortiment, was Amazon halt noch nicht im Standard hat, bringt er die Leute auf die Plattform, dass sie dort verkaufen können. Und auf der anderen Seite macht er kostenlose Marktforschung für Amazon. Das heißt, Amazon sieht ja, was verkauft wird und das ganz genau. Und wenn ich halt Produkte habe, die hochattraktiv sind, dann wird Amazon versuchen, diese Produkte selber in Zukunft zu verkaufen. Hölschers Verkäuferkonto wurde später wieder freigeschaltet. Doch für ihn kam das zu spät. Er ging in die geordnete Insolvenz. Wir möchten Amazon mit Dietmar Hölschers Vorwürfen konfrontieren, wollen wissen, ob Händler zur Preisgabe ihrer Lieferantenrechnungen aufgefordert werden. Eine Interviewanfrage wird erneut abgelehnt. Schriftlich erklärt Amazon, in einigen ausgewählten Produktkategorien wie etwa Autokindersitzen, in denen Vertrauen in die Herkunft von Produkten oder deren Sicherheit eine besondere Rolle für Kunden spielt, sind Nachweise über die Produktherkunft von Verkäufern erforderlich. Sind zum Nachweis der Produktherkunft sensible Daten wie Lieferantenrechnungen tatsächlich erforderlich? Wir recherchieren weiter. Auf einem bedeutenden E-Commerce-Blog ist von hunderten Fällen zu lesen, in denen Händler gesperrt worden sein sollen. Manche suchen auf Facebook nach Verkäufern, denen es gleich erging, tauschen sich aus. Wir nehmen Kontakt auf. Viele schildern uns ihre Nöte, haben aber größtenteils Angst, ihre Namen zu nennen. Wer offen rede, könne von Amazon gekündigt werden. Jederzeit, ohne Nennung von Gründen. Stimmt das? In Amazons Teilnahmebedingungen steht, dass die Mitgliedschaft eines Verkäufers ohne Angabe von Gründen jederzeit beendet werden kann. Einige antworten trotzdem und berichten stellenweise Tragisches. Ein Händler spielt uns seine E-Mail-Korrespondenz mit Amazon zu. Der Händler habe versucht, auf Amazon ein Verkäuferkonto zu eröffnen. Er sei aufgefordert worden, binnen 48 Stunden seine Lieferantenrechnungen zu übermitteln. Er weigerte sich, seine Einkaufskonditionen offenzulegen. Er wurde abgewiesen. Viele Händler, mit denen wir gesprochen haben, fühlen sich von Amazon ausgeforscht. Sie wehren sich dagegen und stellen sich die Frage, was hat Amazon davon? Robert Hopper-Dietzel hat eine Reihe weiterer Vermutungen. Und der Händler ist ihr Mittel zum Zweck. Das heißt, also, der Händler ist dafür da, dass Amazon gut Provisionen kassieren kann, dass Artikel eingestellt werden. Aber Amazon schaut ganz genau, welche Märkte funktionieren denn gut, welche funktionieren denn nicht gut. Und die gut funktionierenden Märkte, die übernimmt dann Amazon selbst. Welche Belege hat Robert Hopper-Dietzel für diese Vermutung? Er verweist auf Gespräche, die er mit befreundeten Herstellern geführt hat. Und ich weiß auch, die gehen dann ganz massiv Hersteller an und sagen, also wir wollen direkt verkaufen. Wir wissen, wir haben so und so viel Verkaufsvolumen pro Jahr. Den Artikel kaufen bei dir, lieber Hersteller, direkt ein und den Händler schalten wir einfach aus. Das sagen die natürlich nicht so. Schaltet Amazon tatsächlich Händler aus, um selbst das Geschäft zu machen? In Köln treffen wir Adrian Hotz. Der Strategieberater kennt das System Amazon ganz genau, beobachtet den Konzern seit langem. Wenn man sich das so vorstellt, ist Amazon ja jemand, der auf eigene Rechnung bei einem Hersteller einkauft und diese Ware verkauft, aber der auch vielen Händlern da draußen ermöglicht, dieselben Produkte über die Plattform zu verkaufen. Und das führt dazu, dass es tatsächlich auch eine Konkurrenz gibt auf der Plattform, die dazu führt, dass man über den Preis sich positionieren kann als Händler. Das ist dann meistens nicht Amazon selber, die das zu dem sehr günstigen Preis anbieten, sondern das ist dann meistens ein Händler. Adrian Hotz' persönliche Einschätzung geht noch weiter. Und dieser Händler ist natürlich mittelfristig auf der Plattform komplett, vor allem bei Markenprodukten, komplett überflüssig. Adrian Hotz hat über die Geschäftspraktiken von Amazon ein Buch geschrieben. Spricht darin von einer Erfolgsformel, die zur Bedrohung werden könnte. Seine Kernthese? So gesehen funktioniert dieses Ökosystem Amazon immer gleich. Also wir beschaffen Informationen und dann exekutieren wir selber. Amazon ein Ökosystem zur Informationsbeschaffung? Fragt sich, ist in diesem Biotop noch Platz für andere? In Heilbronn will man den Anschluss an die Netzwelt nicht verlieren. Die beschauliche Stadt am Neckar will ins Online-Geschäft. Ganz ohne Amazon. Es muss etwas passieren, das wissen die Händler. Die Konkurrenz im Web schnappt die Kunden weg. Warum meiden die Käufer den Weg in die Geschäfte, fragt man sich hier.
Wir wissen es auch nicht ganz genau, an was es manchmal liegt. Liegt es jetzt einfach daran, weil wir ja auch schon so lange im Geschäft sind, dass die Leute einfach älter geworden sind. Das heißt, wir müssen unterwegs sein, um jüngere Kundschaft ranzubringen. Den Verkauf neu beleben durch ein virtuelles Wollgeschäft im World Wide Web. Roman Heimbold will die Heilbronner Händler fit für das Internet machen. Wir setzen schon darauf, dass die Händler eine eigene Motivation haben und auch die Zeichen der Zeit erkannt haben. Wir arbeiten zum Beispiel nicht mit Angstfolien oder so, ja, dass wir irgendwelche Megacharts an die Wand knallen und dann die Händler Angst bekommen. Sondern uns ist wirklich wichtig, dass sie arbeiten wollen mit uns, weil unser Konzept nützt es nichts, wenn wir schnell irgendwelche Händler dabei haben, aber die dann nicht mit Engagement bei der Sache sind. Deswegen ist uns sehr wichtig, dass wir informieren und rausfinden, ob die Händler überhaupt mitmachen wollen oder nicht. Die Damen vom Wollgeschäft möchten dabei sein. Roman Heimbold interessiert, ob vor Ort auch die technischen Voraussetzungen stimmen. Haben Sie einen guten Internetanschluss hier? Ja, ne? Genau. Wir bereiten ja gerade Google Spreadsheet vor. Heimbolds Konzept ist simpel. Über die Artikelsuche im Netz will er Kunden und Händler im Geschäft wieder zusammenführen. Viele Leute treffen heute kaum noch eine Kaufentscheidung, ohne sich vorher im Internet zu informieren und dann zum lokalen Händler zu gehen. Und das Hauptproblem, was viele Händler gerade haben, ist, dass die Leute sich zwar informieren, was brauche ich, aber dann nicht finden und wo bekomme ich das in der Stadt. Und das ist eine Lücke, die Atalanta gemeinsam mit den Händlern vor Ort schließt. In der Praxis bedeutet das radikales Umdenken. Die Damen nehmen es mit Sportsgeist. Uns ist klar, dass es bestimmt ein Riesenaufwand wird, auch das Warenwirtschaftssystem minutengenau, stundengenau zu führen. Jetzt probieren wir es einfach mal. Wir werden sehen. Wir hoffen natürlich, dass das angenommen wird und auch anspricht. Wieder mehr und neue Kundschaft durch den Auftritt im Netz. Das wünscht sich auch Eva Schnepf. Sie beklagt, wie viele Händler, den Kundenrückgang in Heilbronns Innenstadt. Also auch einfarbig. Ja. Nee, gerade. Gerader Rücken? Also so und so schmal. Ja. Ja, das gibt's aber. Also ich geh, einmal gibt es das immer auch in alle Farben. Jetzt bin ich bloß da nicht ganz sicher, ob es die mit Viering gibt. Ja, vielen Dank, ja. Tschüss. Leider können wir auch meistens die Azubis nicht übernehmen. Also wir haben schon, wir hatten hier mal mindestens doppelt so viel Personal. Frau Schnepf investiert seit jeher in die Zukunft. Im Netz ist sie schon länger präsent, doch sie weiß, das allein reicht noch nicht. Gut, eine Homepage hat heute wahrscheinlich jeder. Das steht ja schon zu lesen, wenn es im Internet nicht gibt, den gibt es einfach gar nicht mehr. Und eine eigene Homepage haben wir, eine gepflegte auch. Also auch da wollen wir eigentlich den Kunden Lust aufs Ladengeschäft machen. Aber wenn der Kunde jetzt wissen will, was es konkret in diesem Geschäft gibt, dann kann er das einfach im Moment im Internet noch nicht tun. Die Idee? Eigentlich ganz einfach. Ein eigener Online-Marktplatz für Heilbronn. Von Heilbronner Kaufleuten für Kunden der Region. 25 Händler interessieren sich dafür, lassen sich fit machen für den Schritt ins Netz. Entweder man hat ein Warenwirtschaftssystem, ja, man gibt Produkte manuell ein und so eine Zwischenlösung wird sein, aber das werde ich Ihnen jetzt gleich beides nochmal. Schulbank drücken nach Ladenschluss. Welcher Aufwand nötig ist, um online zu verkaufen, wird vielen Teilnehmern an diesem Abend klar. Artikel fotografieren, Bilder hochladen, Beschreibungen verfassen. Das ist ja eigentlich der alte Ausspruch, Handel ist Wandel, und genau das ist es. Und ich finde es sehr spannend, das zu machen. Also man muss den kompletten Betrieb umorganisieren, kommt man gar nicht drum rum. Aber es ist eine spannende Angelegenheit. Ja. Ich habe mir erst vor kurzem so ein Teil zugelegt, dann werden wir das auch schaffen. Also wir machen das ja schon eine Weile, also weil wir auch ein größeres Programm haben. Wir haben ein Fahrradgeschäft. Und da ist die Nachfrage nach solchen Medien und nach solchen Informationen schon ganz wichtig. An Zuversicht mangelt es nicht. Aber glückt der gemeinsame Internetauftritt gegen Giganten wie Amazon und Co.? 350 Kilometer nördlich, im westfälischen Schöppingen. Um mit den Ansprüchen modernen Kaufverhaltens Schritt zu halten, muss sich diese Kornbrennerei neuen Vertriebswegen öffnen. Seit 300 Jahren wird hier gebrannt.
Die Traditionsdestille von Rüdiger Sasse und seinem Vater Ernst gehört zu den letzten 10 aktiven von ehemals über 1000 Brennereien im Westfälischen. Sie müssen online neue Kunden gewinnen, um zu überleben. Amazon kommt für sie nicht in Frage. Was für uns ein Problem ist bei Amazon, sind eben die Dinge, dass sie innerhalb von 2 Tagen zum Beispiel reagieren müssen. Wenn Freitag der Kunde bestellt, dann müssen sie Sonntag verschicken. Das ist, also geht aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen meiner Meinung nach nicht. Und das kann man beim Mittelständler so auch nicht zumuten. Rüdiger Sasse hat sich Hilfe geholt. 2 Schulfreunde aus dem Dorf sollen ihm beim Eintritt in die Online-Welt behilflich sein. Sebastian und Stefan Hamann. Ihre Idee war es, Software zu entwickeln, mit der jeder seinen eigenen Online-Shop programmieren kann. Heute sind sie Marktführer. 60.000 Shopbetreiber nutzen ihr System. Sie schulen Rüdiger Sasse und vermitteln grundlegende PC-Kenntnisse. Das kannst du sehr, sehr einfach per Drag-and-Drop selber zusammenstellen und auch variieren. Ja? Mhm. Genau. Drag-and-Drop heißt nochmal? Einfach klicken und ziehen. Ja, okay. Und das wirklich auf einer ganz emotionalen Art und Weise. Du kannst Produkte entdecken. Und es ist halt ganz besonders wichtig, dass die Marke Sasse nach vorne gestellt wird. Ja, und was man überhaupt nicht vergessen darf, in dem Moment, wenn ich als Händler bei Amazon mitmache, dann wird der Einkauf, den der Verbraucher tätigt, mit der Marke von Amazon verbunden. Amazon wird immer stärker. Der Händler, er steht erst in zweiter oder dritter Reihe dahinter. Er schuftet sich ab, am Wochenende wohlmöglich noch, damit er eine gute Bewertung kriegt, damit er die Ware schnell rausschicken kann. Aber er kommt nicht an die Kundendaten dran, er kann keine eigene Stammkundschaft aufbauen. Das, was ich natürlich sonst habe, wenn ich eine eigene Marke, einen eigenen Online-Shop so in Szene setze und aufbaue. Und das ist ein Riesenproblem, das vergessen viele Händler. Sebastian Hamann wiederholt den oft gehörten Vorwurf. Und dann stehen die da und sind von Amazon abhängig. Das sieht der Konsument am Ende des Tages sicherlich auch zu spielen bekommen. Dann werden dann Preise steigen oder Produkte werden auf einmal von der Plattform verschwinden, weil Amazon die aus diversen Gründen dort nicht mehr gelistet sehen will, weil vielleicht eigene Produkte diese Nische besetzen sollen und so weiter und so fort. Also das wird definitiv, ist das eine total gefährliche Entwicklung, die wir da gerade durchmachen. Viele Händler werden daran auch zugrunde gehen, wenn das so weiterläuft. Die Gebrüder Hamann haben eine neue Idee entwickelt. Diese Möbelpacker sind eigentlich ihre Software-Spezialisten. Werktags tüfteln sie an einer Lösung, um Händlern eine Alternative zu Amazon anbieten zu können. Das Unternehmen expandiert und muss sich vergrößern. 130 Mitarbeiter beschäftigt die Firma von Sebastian und Stefan Hamann. Ihrem ländlichen Standort bleiben die Firmengründer treu. Ja, wir platzen hier aus allen Nähten an diesem Standort. Mitarbeiterzahl mehr als verdoppelt in den letzten 2 Jahren. Und ziehen jetzt ein paar Meter weiter praktisch in ein neues Firmengebäude. Viel Raum für Kreativität. Shopware ist seit Jahren am Markt, entwickelt Softwarelösungen für größere Unternehmen. Aber auch kleineren Händlern bieten sie den Einstieg in die Netzwelt mit einer Software. Und das sogar gratis. Es gibt noch irrsinnig viele Unternehmen da draußen, die einfach noch gar nicht im Internet aktiv sind. Man muss sich nur einfach mal vorstellen, dass die Generation, die gerade heranwächst, das ist die Generation, die quasi schon mit dem Internet groß geworden ist und die jetzt quasi die neue Kaufkraft bilden wird und auch in Zukunft immer mehr die neue Kaufkraft bilden wird. Und viele haben den Anschluss verpasst. Und da ist es nun mal einfach so, dass ich überall präsent sein muss. Diese Generation kauft mit Smartphones ein. Es ist enorm wichtig, wenn ich dementsprechend als Händler noch nicht im Internet vertreten bin, dass ich diesen Schritt jetzt auch angehe und auch mache, um halt eben nicht den Zug zu verpassen. Bei unserer Familie in Stuttgart bringt heute ausnahmsweise Tochter Alma die Pakete. Was hast du denn alles dabei? Silber am Briefkasten und das hat mir unsere Nachbarin gegeben. Okay, alles klar. Verstehe gar nicht, ich war doch zu Hause. Beim Nachbarn abgegeben, wer kennt das nicht? In der Küche gibt's dann so etwas wie eine Bescherung. Auspacken dürfen die Kinder nur im Beisein der Mutter. Für Alma gibt's zum Halbjahreszeugnis eine DVD. Julius bekommt endlich seinen Mikrofonhalter. Und das ist jetzt das gute Stück, das du dir so gewünscht hast. Sieht für mich aus wie eine Schreibtischlampe. Sieht so die Zukunft des Handels aus? Ich denke schon, dass sich die Marktmacht noch verstärken wird, weil das ist natürlich das Ziel von Amazon. Und ich glaube schon, dass der Einzelhandel da eine Antwort sucht und auch finden wird auf Amazon. Da glaube ich einfach fest
an den Markt und daran, dass sich die Dinge regeln. Die Selbstregulierung des Markts. Wie kann sie funktionieren, wenn Amazon die Regeln auf seinem Marketplace selbst bestimmt? Wir sind zurück in der Vinothek von Robert Hopper-Dietzel. Er hat selbst erlebt, was eine kleine Zusatzinformation von Amazon bewirken kann. Und das war der Freitag vor Weihnachten, also da waren noch 5 Werktage hin bis Weihnachten. Ruft uns unseren Kunde an und sagt, ihr könnt nicht mehr liefern. Dann schauen wir uns auf unsere Artikeldaten in Amazon. Und da war da plötzlich ein Zusatz drin, dass der Artikel womöglich vor Weihnachten nicht mehr geliefert werden kann. Das ist mein Artikel. Also sie haben den Screenshot aufgenommen am Samstag, 19.12. Und da heißt es, Lieferung eventuell nach Weihnachten. Obwohl wir hinterlegt haben, dass wir innerhalb von 1 bis 2 Tagen liefern können. Und plötzlich sind die Umsätze komplett eingebrochen. Hopper-Dietzel ruft Amazons Händlerservice an und zeichnet das Gespräch mit Einverständnis des Mitarbeiters auf. Wie kommen Sie dazu, diesen Zusatz reinzubringen? Und das ist eine Wettbewerbsverzerrung von Amazon. Das ist unglaublich. Das ist Wettbewerbsbehinderung. Ja, ich kann das nachvollziehen. Wie gesagt, ich hatte diesbezüglich schon ein paar Anrufer. Das ist wirklich ein Gespräch zwischen Ihnen und einem Amazon-Mitarbeiter. Selbstverständlich, das kann ich schriftlich bestätigen, dass das ein Gespräch war mit einem Amazon-Mitarbeiter. Kann ich an eine Stadt versichern. Also ich persönlich vermute ja auch genau wie Sie, dass sich Amazon dadurch einfach nur etwas mehr Umsatz in die Tasche steckt. Ne? Was sagt Amazon zu diesem Vorwurf? Schriftlich wird uns mitgeteilt, diese Aussage ist nicht korrekt. Die Änderungen ermöglichen es Marketplace-Verkäufern, eine kürzere Versandzeit anzubieten und damit ihre Verkaufschancen zu erhöhen. Robert Hopper-Dietzel beschwert sich beim Bundeskartellamt. Sein Vorwurf, Amazon habe seine Marktmacht ausgenutzt, um ihn gezielt zu benachteiligen. Was wurde aus seiner Anzeige? Wir fragen nach beim Bundeskartellamt. Vor wenigen Jahren wurde man hier erfolgreich gegen Amazon aktiv, als es um Vorgaben bei der Preisgestaltung ging. Wie bewertet das Amt den Vorwurf betroffener Händler, von Amazon ausgenutzt zu werden? Also Amazon hat sicherlich eine starke Position und es ist auch in einer etwas ungewöhnlichen Rolle, weil es eben nicht nur die Plattform anbietet, sondern als Verkäufer selber ja in unmittelbaren Wettbewerb zu denen tritt, die über den Marketplace handeln. Sofern Amazon marktbeherrschend ist, unterliegt es eben auch ganz bestimmten Regeln und der Missbrauchsaufsicht. Das heißt, in Einzelfällen, wenn wir hier Missbrauch feststellen würden, könnten wir eingreifen. Und wie sieht es im Fall Amazon aus? Wir hatten in der Vergangenheit immer mal auch Beschwerden in diesem Bereich, auch von Händlern, sind denen vereinzelt auch nachgegangen, haben dann allerdings vielfach auch festgestellt, dass es möglicherweise auch objektive Gründe gab. Also das Bild ist da wahrscheinlich bunt. Im Übrigen haben die Händler natürlich die Möglichkeit, auch zivilrechtlich zu versuchen, Ansprüche, wenn sie denn vorhanden sind. Ist Ihnen das lieber, wenn ein zivilrechtliches Gericht ein Urteil fällt, auf das Sie dann Ihre Begründung stützen können? Mir ist weder das eine noch das andere lieber. Ich sage einfach nur, Kartellrecht wird ja in Deutschland auf 2 verschiedenen Wegen durchgesetzt. Entweder zivilrechtlich oder behördlich. Ein kleiner Marktplatzhändler soll im Alleingang den US-Giganten verklagen? Viele scheuen sich davor, denn es steht viel auf dem Spiel. Wie bei diesem Händler, der unerkannt bleiben will. Es geht um 30 Mitarbeiter und rund 8,5 Millionen Euro Jahresumsatz. Er verkauft viel im europäischen Ausland. Amazon habe ihm eins seiner Konten gesperrt. Zudem habe ihn Amazon aufgefordert, seine Waren in einem ihrer Lager zu deponieren. Das habe er abgelehnt und seit der Sperrung zahllose Mails geschrieben, wie er sagt. Die Sache ist derart eskaliert und relativ schnell ist man in meinen Augen zur Entscheidung gelangt, dass weitere E-Mails, weitere Reaktionen meinerseits nicht erwünscht sind. Man hat mir ganz klar gesagt, dass weitere E-Mails nicht mehr bearbeitet werden. Ich könnte so viel schreiben, wie ich will. Man wird auf diese E-Mails nicht mehr reagieren. Und da ist man machtlos. Man kann ja nichts machen. Und mit einem Anwalt dagegen vorzugehen oder auf anderem Weg, dafür bin ich viel zu klein. Und die Folgen sind nicht kalkulierbar. Mit Beginn der Sperrung habe Amazon seine Auslandserlöse von rund 20.000 Euro für 3 Monate einbehalten. Was den Unternehmer aber weit mehr frustriere als die finanzielle Situation, sei seine psychische Verfassung, erzählt er uns.
Es ist tatsächlich traurig, dass wir so weit kommen müssen, dass ich da versteckt jetzt über meine Situation sprechen muss, diese Angst, die eigentlich keine Angst sein darf. Man müsste ja eigentlich offen darüber reden können, aber die Folgen sind einem einfach nicht greifbar. Und man weiß eben nicht, wie Amazon manchmal tickt, man weiß nicht, wie die reagieren, wie schnell die reagieren. Und wenn man eben sehr viel bei Amazon umsetzen will oder umsetzen muss, besser gesagt, lebt man regelrecht in einer Angstsituation. Weil es ist klar, dass Amazon immer größer wird und Amazon ist auch beliebt bei den Kunden. Und von heute auf morgen auf Amazon verzichten zu müssen, das wäre fatal. Also das hätte tatsächlich fatale Folgen. Kann das sein? Wir fragen Amazon, ob Händler gesperrt werden, wenn sie sich weigern, ihre Ware in Amazon-eigenen Lagern zu deponieren. Dazu teilt uns Amazon schriftlich mit: Kein Verkäufer wird bei Amazon grundlos gesperrt. Wiederholt zu hohe Raten an verspäteten Lieferungen zählen zu diesen Gründen. Einer von mehreren Wegen für Marketplace-Verkäufer, eine fristgerechte Lieferung an Kunden sicherzustellen, kann die Teilnahme am Versand durch Amazon-Programm sein. Der Unternehmer sagt, er habe nachgegeben. Seine Produkte lagere er jetzt gegen Zusatzgebühren bei Amazon. Amazon hat scheinbar gewonnen und wir hoffen, dass wir da jetzt endlich Ruhe bekommen. Da kann ich mich nur bedanken, dass Sie heute gekommen sind. Vielen Dank. Berlin. Wir sind beim größten deutschen Branchenvertreter für Online-Händler. Auch hier kennt man die Sorgen vieler Verkäufer. Sammelt sie in einem eigens dafür eingerichteten Portal, dem Amazon Watchblog. Die Händler klagen, gegen Amazons Teilnahmebedingungen könne man schwerlich deutsches Recht durchsetzen. Da nutzt natürlich Amazon die Möglichkeiten als Global Player, die sie hat, dass Amazon seinen Sitz eben nicht in Deutschland hat. Und deswegen haben wir auch wirklich keine nennenswerte Rechtsprechung, auch nicht oder überhaupt keine Rechtsprechung, das ist gar keine bekannt. Auch zu anderen Themen, wo Händler sich beeinträchtigt gefühlt haben, gesagt haben, wir werden unseren Rechten verletzt, weil in Wahrheit es schwierig ist, rechtlich dagegen vorzugehen. Bei unserer Recherche wird die Angst unter den Händlern deutlich spürbar. Es ist die Rede von einem existenzbedrohenden Risiko. Einige berichten, sie seien ruiniert worden. Mit aufmüpfigen Händlern werde kurzer Prozess gemacht, heißt es. Wir erhalten reihenweise Absagen. Selbst anonym wollen die meisten nicht vor die Kamera. Er hat keine Angst, mit uns zu sprechen. David Becker, einst ein sehr erfolgreicher Amazon-Händler. Noch vor dem Abitur habe er mit dem Verkauf von Rasierklingen über den Marketplace begonnen und damit Umsätze von gut 700.000 Euro erzielt. Dann aber habe sich das Blatt gewendet. Ja, hier steht's. Direkt 17. Januar, da hat's angefangen, ja. Dann waren die Vorwürfe, ich würde Plagiate verkaufen, einfach aus der Luft herausgegriffen. Das kam mir im ersten Moment auch sehr, ja, spanisch vor. Als dann die ersten E-Mails kamen, von wegen, ich würde Plagiate verkaufen, hat sich dann ein Einkäufer aus München gemeldet, direkt von Amazon, und war interessiert an diversen Produkten, die ich auf der Plattform vertreibe. Also erst kriegt man vorgeworfen, die Produkte, die man verkauft, sind scheinbar Plagiate. Und im gleichen Moment möchte Amazon die selber verkaufen, beziehungsweise selber von einem einkaufen. Und das ist ja schon sehr merkwürdig. Ja. David Becker lehnte ab. Amazons Preisvorstellungen seien unattraktiv gewesen. Trotzdem habe er nachgeben müssen, um wieder verkaufen zu dürfen. Also man ist dann gebunden, man muss irgendwie mit Amazon zusammenarbeiten, so einen sogenannten Maßnahmeplan erstellen, warum man sich angeblich rechtswidrig bzw. Amazon richtlinienwidrig verhalten hat. Also sprich, man schreibt, okay, man macht das und das nicht wieder, obwohl man das und das gar nicht gemacht hat. Ja, die verlangen ein Geständnis und einen Besserungsvorschlag? Ja, genau, richtig. Also sie verlangen konkret einen Verbesserungsvorschlag, wie man eben Fehlverhalten in Zukunft irgendwie, aussetzen kann, dass es sich eben nicht mehr wiederholt. Und auch wenn an dem Vorwurf gar nichts dran ist, aber es ist einfach, man liegt da einfach, was soll ich sagen, man muss da einfach mit denen zusammenarbeiten, sonst kommt man nicht weit. Wenig später stieg Becker aus. Der Frust mit Amazon habe überwogen. Restposten verkauft er nun über eBay. Im Netz findet sich ein Link zum erwähnten Maßnahmenplan. Uns interessiert, was muss ein Händler tun, um wieder verkaufen zu dürfen? Wir starten einen letzten Versuch, bitten Amazon ein drittes Mal um ein Fernsehinterview.
Telefonisch erklärt man uns, alle unsere Fragen seien negativ und böten keine Grundlage für ein Gespräch. Schriftlich teilt man uns mit, kein Verkäufer wird bei Amazon grundlos gesperrt. Wenn ein Verkäufer gegen die Marketplace-Teilnahmebedingungen verstößt, prüfen wir den Fall, kontaktieren ihn und er kann einen Maßnahmenplan einreichen, wie er die Kundeneinkaufserfahrung nachhaltig verbessert. Traurige Berühmtheit im Verhältnis zu Amazon hat der Fall von Christian Romanowski erlangt, über den in der Vergangenheit schon viel berichtet wurde. Wir treffen ihn auf der Ambiente-Messe in Frankfurt. Immer noch erzählt er gern die Geschichte, wie sie sich 2014 aus seiner Sicht zugetragen hat. Damals hat er exklusive Messer importiert und ausschließlich an Händler weiterverkauft. Doch plötzlich seien die auch bei Amazon direkt aufgetaucht. Wie konnte das sein? Also wir haben uns einen handelsüblichen UV-Stift gekauft, kostet 1,50 bei Amazon, gibt es den übrigens auch, und haben jedes Messer, was rausgeht, gekennzeichnet auf der Verpackung. Also Kundennummer, in diesem Fall sage ich mal 1, 2, 3, 4, 5. Und dann, ich gehe mal in die Ecke, damit wir das sehen können. Mit dieser UV-Lampe kann man das nämlich wunderbar sehen. Ja. Ach, hier ist zu hell? Ja. Und wenn man dann im Dunkeln ist, dann sieht man das so halbwegs. Genau. Und so haben wir halt jedes Ding gekennzeichnet, dass wir später wieder identifizieren konnten, welche Wege es gegangen ist. Für ihn stand fest, es waren tatsächlich Messer seiner Händler, die diese in ein Lager von Amazon gegeben hatten. Waren sie von dort verschwunden? Romanowski ging mit Amazon vor Gericht. Seine Erlebnisse in diesem Verfahren bringen ihn auch heute noch zu einer drastischen Meinung. Amazon möchte alles. Die sehen sich als Staat im Staat, auch wenn du mit denen verhandelst. Die denken gar nicht dran, deutsches Recht oder sowas als Grundlage zu nehmen, sondern die sagen, das ist Amazon, wir müssen das so und so und so machen. Und du sagst, nee, das müssen wir nicht. Hier sind wir in Deutschland, hier gelten deutsche Recht, hier gilt deutsches Recht. Romanowski erzielte einen Vergleich. Wer seine Messer verkaufen darf, bestimmt fortan nur er allein. Bezogen auf diesen Vergleich schreibt Amazon, mit Herrn Romanowski haben wir uns im Übrigen bereits vor Jahren geeinigt. Der Status quo wird sich nicht mehr ändern, aber wir können aufpassen, dass sie nicht alles übernehmen. Ein gutes Jahr ist vergangen seit unserem letzten Besuch in Heilbronn. Zwischenzeitlich hat die Stadt ihren Internetauftritt gestartet. Das Portal meinheilbronn.de ist online. Und wir zurück bei den Damen von Wolle Wolke. Es ist so ein verlängerter Ladentisch von unserem Laden. Ich finde es ansprechend. Ich denke, es ist auch wichtig. Und die Anzahl der Klicks, bin ich doch erstaunt, wie viele Leute sich das angucken. Doch bis ein Artikel im Netz erscheint, ist einiges an Mühe nötig. Also dann hole ich mir das Foto aus der Dropbox, vergebe eine interne Artikelnummer, dann versucht man noch mal eine Beschreibung von dem Artikel zu machen, also die Größe, die Farbe, das Besondere an dem. Dann kommt das Foto, einfügen. Also ich weiß jetzt auch nicht, Mensch. Datenbankpflege. Nicht jedermanns Sache? Sie hat Gott sei Dank den Ehrgeiz, sich da ein bisschen dahinter zu klemmen. Ich hätte es schon längst an die Wand gepfeffert. Zwischendurch habe ich natürlich schon manchmal gedacht, lohnt sich der ganze Aufwand? Aber wenn ich dann die Statistik wieder sehe, wie viele Klicks wir von unserer Seite und auf dem Shop haben, dann bin ich doch wieder motiviert, was zu tun. Allein der kuriosen Begegnungen wegen. Es ist ja bei uns relativ selten, dass hier Männer reinkommen. Und der kam gleich auf unsere Knöpfe zu sprechen. Der hat hier vor Ort nach Knopf gesucht. Mit dem Handy. Und hat dann, und der Knopf hat er dann, ist er dann auf unserer Seite gelandet. Ach, der hat nur Knopf Heilbronn? Ja, hat uns dann gefunden und dann haben wir natürlich auch super schöne Knöpfe gefunden. Und ich packe das dann so ein und dann steht er schon an der Tür und dann sagt er, oh, jetzt muss ich nur noch jemand finden, der das annäht. Dann sage ich zurück, ich mache das, kommen Sie in 2 Stunden wieder. Und ja, der war natürlich völlig im Glück mit seinem schönen Jackett. Das Persönliche ist es, was Menschen im echten Leben verbindet.
Im Lager von Schreibwaren Seel dreht sich alles ums Online-Sortiment. Statt Katalogfotos, selbstgemachte Bilder der Neuheiten, die im Laden auf Kunden warten. Ja. Und das bisschen geschnitten ist noch richtig gut. Wie lange brauchen Sie denn für so einen Artikel, bis er im Netz ist? Ja, doch schon so 10 Minuten, Viertelstunde, je nachdem. Wahrscheinlich geht es auch noch einfacher. Ich habe das schon von Kollegen mitbekommen. Da muss ich mich noch mit befassen, dass ich das auch hinkriege. Ein Blick ins Geschäft lässt erahnen, wie viele Stunden zusammenkommen bei dieser Artikelmenge. Das Ergebnis überzeugt Mutter und Tochter. Der Aufwand hat sich ihrer Meinung nach gelohnt. Auch das persönliche Erscheinungsbild ihrer Präsenz auf meinheilbronn.de empfinden sie als gelungen. So, jetzt sind wir hier. Von Anfang an stand ja auch die Persönlichkeit im Fokus. Sprich auch mit Foto, dass man einfach sich ein bisschen auch von den klassischen Online-Shops einfach abhebt. Ja, das ist ein regionales Portal und die Leute kennen uns. Also ich denke jetzt mal, wenn da einer den Seel eingibt, dann weiß der, aha, da ist ja die Frau Schnepf mit ihrer Tochter. Der Wiedererkennungswert ist sicher. Doch wie steht es mit dem Zugewinn an Käufern? Kommt wieder mehr Kundschaft? Bestellen die Heilbronner jetzt vermehrt online? Wir haben mehr Kunden im Laden. Wir haben relativ wenig Aufträge über das System, das muss man sagen. Also es wird schon was bestellt und die meisten Leute holen es dann auch gerne im Laden ab. Mhm. Also ausgeliefert weiß ich gar nicht, ob wir überhaupt schon mal was haben. Aber eigentlich ist es uns sehr recht so. Und doch, einige Haben wir ausgeliefert auch? Ach ja, stimmt. Letzte Woche. Letzte Woche hatten wir unsere erste Auslieferung nach Leingarten. Und meine Intention war von Anfang an kein Internetshop, sondern mehr Kunden im Laden. Und diese Erwartung hat sich eigentlich bei uns voll erfüllt. Im westfälischen Schöppingen geschieht auf andere Weise eine Erfolgsgeschichte. Damit ihre Idee einer großen Händlergemeinschaft gelingen kann, schult Shopware seine Mitarbeiter. Nach wenigen Wochen haben bereits über 3000 Shops ihre Sortimente verknüpft. Über 1 Million Produkte werden jetzt nicht nur vom Hersteller oder Händler selbst angeboten, sondern auch über befreundete Shopbetreiber. Das Ganze ist aufgebaut, ähnlich wie ein Facebook und Co., also wie ein soziales Netzwerk. Ich habe die Möglichkeit, als Betreiber ein Profil anzulegen und kann dann auf die Suche gehen nach weiteren Handelskontakten und so auch Handelsfreundschaften schließen, so wie ich es letztendlich auch im sozialen Umfeld mache. Wer will, verknüpft so sein Sortiment mit anderen Shops und bietet deren Artikel selbst an. Ich möchte mit meinen Freunden einen coolen Grillabend starten. Ich gehe jetzt mal auf die Suche hier nach einem Grill, Grillwagen. Also wenn ich den Grill einweihen möchte, möchte ich ja auch direkt Fleisch dazu bestellen. Das ist ja klasse, dass ich hier direkt Fleisch bestellen kann. Der Clou ist jetzt einfach, dass diese Produkte von einem anderen Anbieter kommen, von einem anderen Shop sozusagen, aber direkt hier in diesem Shop integriert sind und ich direkt mitbestellen kann. Und anders als bei Amazon oder eBay entfallen hierfür keine Gebühren oder Provisionen. Das Verkaufen für andere geschieht solidarisch. Die einzige Chance, die wirklich da ist, einen erfolgreichen Gegenpol zu schaffen zu den großen E-Commerce-Monopolisten, ist irgendwo eine große Gemeinschaft zu bilden. Denn ich als Einzelkämpfer irgendwo da draußen, alleine auf dem Feld, habe eine große Schwierigkeit, gegen Amazon zu bestehen. Wenn wir uns aber zusammenschließen und eine große Gemeinschaft bilden, dann sind wir stark. Und dann können wir auch den Monopolisten etwas entgegensetzen. Es liegt an uns allen, nicht? Mal den unbequemeren Weg zu gehen und woanders, du kannst ja alle Sachen woanders auch online kaufen. Es ist halt nur so sehr viel bequemer, alles aus einer Hand zu kriegen. Oder auch mal wieder in die Innenstadt zu gehen. Und wenn ich in der Innenstadt bin, die Sachen halt dort kaufe, in einem kleinen Laden beim Fachhandel. Werden wir eines Tages alles bei Amazon kaufen? Vielmehr kaufen müssen, weil der übrige Handel verschwunden ist? Wollen wir uns die Vielfalt bewahren, den kleinen Händler vor Ort behalten, echten Menschen beim Einkauf begegnen? Oder zählen lediglich Bequemlichkeit, Niedrigpreise und kostenlose Lieferung? Letztlich bestimmt unser Kaufverhalten die Zukunft des Handels.